So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir das Twakes Zelda Level gespielt und uns furchtbar dämlich angestellt, aber es am Ende geschafft. Jetzt spielen wir erstmal die beiden Zelda Level von Boo's Bo. Und dann haben wir noch das Level von Chosen hier, Mini Kaiser Madness. An dem ich mich wahrscheinlich kurz probieren werde, um dann festzustellen, dass ich es nicht schaffe. Das ist jetzt mal meine Prediction. Okay, aber let's go. Zelda, A Link to Distress. Nein, der trifft einfach nicht. Oh, wait, ich kriege auch kein... Oh, im Gegensatz zu anderen Zelda-Leveln kriegt man bei ihm kein neues Schwert mehr. Das ist natürlich gemein. Das ist natürlich gemein. Wie präzise ist das? Jetzt habe ich getroffen. Mein Gott. Okay, das Ding fällt runter, ne? Oh, guck mal, wir sehen jetzt da oben eine Karte sogar. Wir sind jetzt in dem Raum. Jetzt sind wir in dem Raum. Das Ding fällt nicht runter, da kann ich einfach drauf. Da muss eine Bombe rein. Dann löst er das aus. Damit kann ich erstmal... Ach so, das ist für den Rückweg. Verstanden. Boah, aber gemein, wenn man jetzt hier Mist macht, verliert man halt direkt seinen Stuff. Das ist nicht so cool. Ja, bisher kein Checkpoint. Und ich krieg halt auch kein Schwert mehr, das meine ich damit. So, das funktioniert. Geht's nach unten. Und jetzt können wir mehrere Wege gehen. Gut, der ist weg. Einmal lösen wir hier den Dings aus. Gehen wir halt erstmal hier rein. Das könnte ein Checkpoint-Raum sein, weil das ist ein Einzelraum. Ah, es ist der On-Off-Raum. Okay, aber den brauchen wir halt auch. Aber ich finde es krass, dass ich kein Schwert zurückbekomme, wenn ich jetzt irgendwo getroffen werde. Oh, Bruder. Achso, der kann mir gar nichts. Der kann mir zum Glück gar nichts. Jetzt müsste ich aber zurück zu dem... Ah, jetzt muss ich zurück, wo der On-Off gedrückt wurde. Oha. Heißt aber nach wie vor, sobald ich mein Outfit verliere, war es das. Was nicht so gut ist. So, jetzt kann ich hier oben rein. So, was ist jetzt da drin? Der Helm. Warte, warte, warte. Kriege ich den von hier? Okay. Den kann ich mir jederzeit wiederholen. Also insofern, wenn ich jetzt einmal getroffen werde, ist es nicht ganz so schlimm. Weil den kann ich mir jederzeit wiederholen. Also das ist okay. Es ist nicht gut, wenn ich getroffen werde, aber das würde zumindest nicht das Ende des Runs bedeuten.
des Ones, was labere ich? Ist ja kein One, den wir machen. Ist ja ein einzelnes Level, was wir spielen. Eieieiei. Das wollte ich nicht. So. Aber ich finde krass, dass wir keinen Checkpoint und nichts haben. Ein Fehler und es ist alles vorbei. Das ist ein bisschen ungünstig. Drei Räume noch. Ah, hier brauche ich den Helm. Da ist mein Checkpoint. Dann gibt es halt nur noch einen Bossraum. Okay, dann gibt es nur noch einen Bossraum. Dann muss man es aber bis dahin schaffen. Und erst hier kriegt man sein Schwert zurück. Beziehungsweise kriegt sein Schwert. Okay, Bossraum. Bossfight. Let's go. Kein Bossfight. Bossfight? Kein Bossfight. Oh, das ist kritisch. Wait, ich muss jetzt gleichzeitig... Das wollte ich nicht, geh weg! Scheiß Bomben! Oh, diese dummen Bomben. Ich wollte die nicht auslösen. Mann, es lief so gut. Es lief so gut. Ah, ist das ärgerlich. Also sogar das hat funktioniert. Ah, es gibt wirklich keinen Bossfight. Gut, müssen wir jetzt eigentlich nicht mal machen, weil man könnte auch einfach sein Link-Outfit opfern. Aber puh! Ich finde, wie gesagt, krass, dass man keine Chance hat, wenn man in einem der Räume versagt. Irgendwas, ich kann nichts mehr dann tun. Ist es dann vorbei. Na, das finde ich ist ein bisschen fragwürdig. Ja, Map, aber keine Schwerter, die man zurückbekommt, wenn man Quatsch macht. Nächster Dungeon. Auch hier kriege ich dann sicherlich kein Schwert zurück, wenn ich Quatsch mache. Ich kriege am Anfang ein Schwert und das war's. Und das finde ich schon suboptimal, weil sobald ich einmal getroffen werde, wie gesagt, ist halt Feierabend. Achso, der macht das selber kaputt. Okay, ich kann nach unten. Das ist wahrscheinlich die Röhre. Ist das ein Bonus oder brauche ich das? Ich wüsste nicht, wofür ich das... Hahaha, Moment, ich sehe da was. Die Frage ist aber auch hier, ist das ein Bonus oder werden wir das brauchen? Oh je, das war nicht gut. Das ist eine Abkürzung hier rüber anscheinend. Und ich habe mich gesoftlockt. Nice! Aber wie gesagt, das finde ich ungünstig, dass man das Schwert nicht mehr bekommt. Das hat Twax zum Beispiel sehr schön gemacht. Er hat in jeder Möglichkeit einem das Schwert zurückgegeben.
Ja, und jetzt ist vorbei. Das nicht gut? Das finde ich nicht gut. Das macht das Ganze nämlich ziemlich kritisch. Ich kann den ja mit dem Schwert killen, ne? Wenn ich da drüber bin, kann ich den ja killen. Dann habe ich da auch kein Problem mit der Bombe. So. Wie auch immer man hier eigentlich hergekommen wäre, ich habe keine Ahnung. Ah, verstanden. Wait, Moment, stopp. Erst Bombe. Erst muss er befreit werden. Dann muss er getriggert werden. Und dann gibt er mir hier wieder den Rückweg. Ach, der Schuh ist dann der Rückweg. War das jetzt gut, den zu killen? Ah ja. Sehe, wie es funktioniert. Alles gut. So, jetzt habe ich die Schuhfähigkeit. Jetzt kann ich den Weg zurückgehen. Wow, nicht da rein. Aber auch jetzt gilt wieder, wenn wir jetzt getroffen werden, ist es zumindest nur der Schuh, der weg ist und wir müssen den Schuh wiederholen. Das ist halt noch im Rahmen der ertragbaren Dinge. Und der Schuh ist ja auch Bonus, weil eigentlich hat man den ja gar nicht durch den... Ne, eigentlich hat man den Schuh jetzt gar nicht. Das ist jetzt Bonus. Wir wären ja eigentlich durch diesen Raum hier gekommen. Ne, den Raum haben wir jetzt praktisch nicht gesehen. Wir wären eigentlich durch den Raum gekommen. Jetzt haben wir durch den Raum. Oh, wir brauchen den Schuh allerdings. Es sind ganz schön späte Checkpoints bei ihm. Für einen letzten Raum dann immer. Der es aber nochmal anscheinend in sich hat. Ja. Hä? Also ich kann den nicht treffen jetzt, den On-Off. Ich muss als erstes den... Ah! Verstanden. Oh shit. Oh shit. So war das jetzt nicht gedacht. Also lieber mit Pfeil und Bogen dann. Ah, zum Glück ist das der Raum auch nach dem Checkpoint. So. Das war die falsche Taste. Und jetzt einfach warten, bis die Bombe Bumm macht. Und dann passt die Geschichte. Hör auf, dich zu bewegen. Aber wir machen das anders. Ah, es geht nicht. Oh, ich krieg den nicht. Ich muss da eine Bombe drüber werfen, kann es sein? Weil ich kann halt nicht... Guck mal, jetzt bewege ich mich die ganze Zeit konstant nach drüben. Ah, es geht doch, okay. Hab nichts gesagt. Es geht doch.
Shish. Shish. Haben wir uns länger mit Boost pro Level jetzt aufgehalten, als ich dachte? Weil die nicht ganz so fair sind wie die anderen, die er gebaut hat. Weil mit dem Schwert ist das ein bisschen ungünstig. Aber gut, schauen wir uns Johnsons Level an und schimpfen ein bisschen rum, noch eine Viertelstunde. Und dann ist auch gut. Mini Kaizo Madness. Uff. Es scrollt. What? Was passiert da? Ach so. Oh no. Nee. Was willst du von mir, Chosen? Hier kann ich doch eh nichts machen. Ach so. Ich muss da schneller rüber. Jetzt habe ich es verstanden. Das andere ist wahrscheinlich, das ist für den Rückweg, wenn ich einen Pilz habe oder so und dann da hoch kann durch die Pflanzen. Im Moment muss ich da einfach nur schnell rüber. Aber das ist viel zu knapp. Und wo komme ich dann da drüben? Da drüben komme ich ja auch nirgendwo. Hä? Da drüben komme ich ja auch nirgendwo hin, so richtig. Soll ich auf die Plattform da drauf, solange die da oben rumfährt? Oder was? Oh je. Kann ich auch nicht. Ich komm da nicht rüber. Aber ich wüsste halt auch nicht, wo ich da drüben hin soll. Oh, wait. Nee. Gedacht für die Zeit, die Lava da ist, dass ich mich da irgendwie an dem Ding festhalte, aber das geht auch nicht. So, das ist viel zu kurz, dass man da dran hängt. Na super. Ich muss irgendwie über die Plattform, die da Feuer, die Darth Vader Plattform da, über die muss ich irgendwie. Ja, irgendwie so. Oh je. Ah, jetzt. Mensch. Alter. Es ist egal, wie rum man es macht, man stirbt. Einfach mal drauf stehen bleiben, Mario. Einfach mal nicht weiter bewegen dann. Wie wär's? Ist es vielleicht hilfreicher, wenn ich da vorher, wenn das Ding vorbei ist, irgendwie. Es ist so knapp. Warum schaffe ich das denn nicht? Man müsste da doch einfach drauf landen können.
Es ist so knapp. Aber ich weiß halt nicht. Ich glaube nicht, dass ich das dann weiterspiele. Wenn das so schon anfängt. Wenn das schon der Anfang ist. Ne? Soll Chosen sein Zeug alleine spielen? Ich bin da raus. Nein. Nein. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Das da. Machen wir noch 10 Minuten oder so. Hier ein bisschen rum. Habe ich irgendwas vergessen, was ich noch machen wollte? Einmal gut nachdenken. Bei mir fällt spontan nichts ein. Ach. Komm, mach eine 4 von 4 draus oder starte das Ding. Danke. Na dann schauen wir mal, was das Internet so erzählt. Da Boy, Mega Mud Kip und Jonas Snake. Another Tall Tall Mountain. Ich bin gespannt. Leichte Legs. Aber es geht noch von den Legs her. Ah, hängen geblieben. Bisher ist es für ein Multiplayer-Level echt cool, weil, ne? Keine Gefahr, es geht einfach nur um Geschwindigkeit. Man könnte es ein bisschen besser steuern, wenn es nicht laggen wird, aber da kann das Level nichts dafür. Also bisher gefällt mir das Level sehr gut. Oh boy! Er ist runtergefallen. Er ist zwar nicht tot, aber er ist runtergefallen. Ich bin vorne. Oh, da drüben könnte man hin. Ist das hier eine Sackgasse? Nein. Mist! Ich lebe noch! Oh, lieber so. Lieber so als sterben. Ne? Jetzt ist sie zwar vorne. Man hat die Wolken auch schon gesehen. Da hätte man wahrscheinlich über die Wolken abkürzen können. Alles egal. Auch hier könnte man wahrscheinlich irgendwie abkürzen. Ah, nee, nützt nichts. Man muss so rum. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Okay, schlechte Idee. Ganz schlechte Idee. Aber da komme ich jetzt hoch. Okay. Oh, den nehme ich mit. Ich bin als... Hä? Was hat die gemacht? Wieso ist die nicht oben? Das soll mir recht sein. Da werden wieder Wolken, aber ich gehe den regulären Weg. Hier sind auch Wolken. Okay, jetzt geht's überhaupt allgemein über Wolken. Oh, was? Okay. Kann ich vielleicht jetzt den Weg nutzen hier? Ja. Hä, das war ja irritierend jetzt. Das heißt, man hätte gar nicht nach links gemusst, oder was? Wo muss ich jetzt? Ich muss hier runter. Ich rutsch mal. Und hoffe, dass der Sprung dann reicht, den ich machen muss. Ja. Das ist gerade ein bisschen Nervenkitzel, weil wenn man jetzt runterfällt, ist klar, ist vorbei. Oh boy. Okay. Haben wir es? Sind wir oben? Haben wir es geschafft? Naja. Wenn jetzt ein Bosskampf kommt, ist blöd. Ah, da muss jetzt ein Bosskampf kommen.
habe meine Blume verloren. Das ist jetzt halt nicht so cool. Nein, ich hab's zerstört. Ich hoffe, ich brauche das nicht. Oh shit. Oh shit. Oh, war ja was? Ich bin so tot. Ja, Mist. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ihr werdet euch gleich umschauen, Freunde. Ihr werdet euch gleich umschauen. Wait. Ich kann den killen. Aber dadurch, dass ich hier vorne bin... Oh, den hätte ich gebraucht für den Hund. Ja, scheiße, stimmt. Mist, ja, das war das. Ich hoffe, die sterben nochmal irgendwie. Nein, ich komme nicht ran! Oh, das habe ich nicht bedacht. Das habe ich nicht bedacht. Ah, das war ärgerlich. Das war am Anfang echt ein schönes Multilevel, aber der Teil am Schluss ist multiplayer-technisch ein Killer. Das kann ich leider nicht, das geht nicht. Das ist ein Killer am Schluss. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Durch den On-Off-Mist. Ach, ich hätte es haben können, hätte ich den scheiß Helm mitgenommen. Ach Mann, das ist ärgerlich. Na gut, eine Runde noch, dann hören wir auf. Ich hätte es haben können. Ach, Mann. Ach, Mann. Machst du nix, ne? Machst du einfach... Oh, schon wieder 3-4. Da machst du... Ja, danke schön. Einfach nix. So, wer ist drin geblieben? Megamatke ist drin geblieben. Alle anderen sind neu. JSF Desert Delights 1-1. Okay. Oha. Das sieht eng aus. Ich hole mir hier ein Power-Up. Ist mir egal, ob ich da... Es ist halt nicht nur ein Power-Up. Es ist halt fucking... Nein, gib mir den Pilz. Es ist halt einfach mal ein Yoshi. Nein! Das habe ich nicht gesehen. Lul. Ich denke, mit dem Yoshi bin ich hier deutlich besser dran. Vor allem, wenn ich mir das hier alles so angucke. Ne? Nein, was? Hä? Oh, er ist rausgerannt, ne? Scheiße. Na gut, so viel dazu. Na, so viel dazu. Aber alle sind gestorben. Alle sind noch hier unterwegs. Nein, das... Ich dachte, ich kann auf den Mannschaften stehen. Habe ich die seitlich irgendwie berührt? Oder was ist da passiert? Na, danke dafür. So. Vollidiot. Ich weiß nicht, worauf er gewartet hat. Aber ist okay. Jetzt haben sie alle gecheckt, dass es hier Yoshi gibt. Das ist doch auch schon mal eine Sache. Okay. Checkpoint. Wenn wir jetzt sterben, haben wir kein Yoshi mehr. Ich will es nur kurz sagen.
Nice. Alles meins. Kann ich hier unten weiter? Kann ich das retten, wenn ich hier unten bin? Gott! Hä? Da oben geht's nicht rein? Yo, was? Was ist hier los? Seit wann kann man Pokis abschießen? Scheiß drauf auf Yoshi. Ich kann mir jetzt nicht leisten, zu Yoshi zurückzurennen. Das ist das Problem. Yes! Das ist ein cooles Multilevel eigentlich, ne? Puh. Erfolg! Sollen wir noch eine Runde? Eine Runde machen wir noch. Eine Runde machen wir noch. Wir machen wieder so lange, bis wir verlieren. Das wird das nächste sein. Von daher passt die Geschichte. Eieiei. Oder wir starten einfach. Okay. Keiner ist drin geblieben. Na dann. Neue Gegner. Neues Glück. Neue Legs? Fragezeichen. Chainclaw 2. Das gefällt mir nicht, der Name. Ich gehe mal in Deckung. Okay, wir werden nicht beschossen. Oh! Nein, den will ich haben. Nein! Ja, ist egal. Den Tod nehme ich gerne. Gib mir. Wieso schießt der nicht? Wann schießt der denn? Jetzt schießt der. Oh, das ist jetzt nicht so gut. Ist das einfach nur da drüber? Ah! Ärgerlich. Ärgerlich. Aber gut, ich habe gesagt, wir hören auf, wenn ich verliere. Da war es jetzt immerhin kurz. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.